bringen mehr Filterfähigkeit für die Luft und oder die Versiegelung der Böden kann, damit begegnet werden. Versickerungswasser, das aufgenommen werden kann und damit anstehenden Sturmfluten und oder Überflutungen begegnet werden kann. Also das sind strategische, weitläufige Fragen, die diese Idee des Urban Gardenings und oder Urban Farmings erstmal aufgegriffen haben, aber gar nicht so viel darüber sprechen, was das tatsächlich in der Ausprägung bedeutet. Das ist tatsächlich Zukunftsmusik und die ist gerade ganz, ganz frisch, ganz sensibel und wird gerade erst ausdiskutiert. Neben den wachsenden Städten habe ich aber auch die schrumpfenden Städte und von denen gibt es auch immer mehr. Also bei uns in Deutschland ist es eher Ostdeutschland, das davon betroffen ist und oder auch Nordostdeutschland. Weltweit gesehen gibt es halt diese internationalen Beispiele und berühmten Beispiele wie Detroit, das ist glaube ich auch jedem bekannt von den Bildern, die Stadt, die auf einmal die Autoindustrie verloren hat und ausgestorben war und voll war mit freien Räumen, die aber erstmal, bevor man an die kreative Nutzung dieser Räume denkt, man vielleicht auch wieder die Problemlage sich vorführen muss und dann eigentlich von sinkenden Zahlen an Bürgern und an Gewerbe sprechen muss, von sinkenden Beschäftigungszahlen, von sinkenden Steuereinnahmen und halt auch der Einschränkung von sozialen Leistungen. Das heißt, alles das, was wir irgendwie als selbstverständlich, als Infrastruktur unseres Lebens in den Städten wahrnehmen, wird auf einmal durch eine wirtschaftliche Umstrukturierung, durch einen wirtschaftlichen Schock in Frage gestellt. Detroit ist wie gesagt ein Extrem, ne? Das gibt es auch in abgeschwächterer Form und ich würde zum Beispiel auch Leipzig hierzu zählen, auf jeden Fall, obwohl es jetzt keine Stadt ist, die davon droht, im Erdboden zu versinken. Aber der wesentliche Punkt ist, dass bei diesen Städten tatsächlich der Fokus meistens nicht so stark auf der Raumaneignung liegt, er liegt nicht auf der Sache vielleicht, sondern viel stärker bei der Ernährungssouveränität, wo man dann halt natürlich auch argumentieren könnte, dass das sich ergibt aus den mangelnden, fehlenden, weniger werdenden, wie auch immer, finanziellen und infrastrukturellen Ressourcen. Das aber auch, wie eben hier schon in der Definition von Ernährungssouveränität angeklungen ist, ganz stark mitspielt, dass man selbst entscheiden möchte, autonom darüber entscheiden möchte, was man eigentlich zu sich nimmt und nicht darauf angewiesen ist, auf das Angebot des einen Supermarktes, der noch in der Stadt übrig geblieben ist. Neben der Ernährungssouveränität selbst bieten diese Freiräume in den leerer werdenden Städten durchaus auch die Möglichkeit, neuen Sinn zu finden in seinem Leben, wenn man tatsächlich seine Arbeit verloren hat. Zum einen durch die soziale Interaktion, zum anderen aber einfach durch die Tätigkeit selbst, weil wenn man irgendwie einen Arbeitsalltag gewohnt ist und der auf einmal wegfällt, gerade dieser Punkt der Erwerbsarbeit fällt, das Alltag erhalten vielen sehr schwer. Ein Thema, das nicht so stark vielleicht in Deutschland diskutiert wird, durchaus aber auch das Potenzial dazu hätte, versteckt sich hinter dem Begriff von Social Justice. Das ist ein Begriff, der im internationalen Diskurs sehr hochgehalten wird, öfters auch mit Food Justice nochmal stärker an die Ernährung herangebracht wird und wo es um die Ausgleichung von Ungleichheiten in der Gesellschaft geht. Und das trifft auch so ein bisschen unten bei der stadtpolitischen Strategie, wenn man da den Begriff Sicherheit sieht, ist das vielleicht erstmal irritierend, aber genau darum geht es, dass halt in Bereichen, in denen viele Ungleichheiten aufeinandertreffen, potenziell einfach auch Konflikte entstehen können und diese Konflikte durch die Gärten, durch die gemeinsame Arbeit an einem bestimmten Projekt, das durch eine Notwendigkeit heraus entsteht und einem auch ein Grundnahrungsmittel, ein Grundbedürfnis liefert, minimiert werden können. Ein sehr prominentes Beispiel der schrumpfenden Städte und ein sehr extremes Beispiel ist neben Detroit, ist Havanna auf Kuba, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sich auf einmal umstellen mussten, von heute auf morgen.
keine Ressourcen mehr vorhanden waren und die Produktion, die ökologische Produktion nicht aus freien Stücken auf einmal sich in die Städte eingefunden hat, sondern aus einer Notwendigkeit heraus. Und bevor ich da jetzt auch wieder zu lange drüber rede, habe ich euch einen kleinen Beitrag dazu mitgebracht, der die Eindrücke viel besser als ich wiedergeben kann. Der dauert auch ungefähr eine Stunde an und kommen zu der Präsentation zurück. Ich glaube, zuerst einmal nochmal ein herzliches Danke auch an die Transition Town Bewegung von Lüneburg, die mir freundlicherweise den Film zur Verfügung gestellt hat gestern. Aber ich glaube, was hier in dem Film ganz gut zur Geltung kommt, ist, wenn man über urbane Landwirtschaft spricht, gerade auch so vor dem Hintergrund des Bildes von Urban Gardening-Projekten, die wir eben gesehen haben, gilt es tatsächlich, eine großflächige Umstrukturierung der Städte anzustreben. Das ist eine ganz andere politische Herausforderung, auch eine ganz andere soziale Herausforderung, das entweder anzustreben und oder dieser Herausforderung durch eine Krisensituation zu begegnen. Nach diesem, wie ich finde, doch Lichtblick in die Zukunft, möchte ich, glaube ich, auch nochmal über eine andere Ausprägung des Begriffes urbane Landwirtschaft sprechen. Ich mache das nicht zu ausführlich, aber das ist mir doch sehr wichtig, weil Urban Gardening und Urban Farming, so wie sie an Bedeutung gewonnen haben in strategischen Papieren und im internationalen Kontext, werden sie sehr gerne auch vereinnahmt und missbraucht von großindustriellen Interessen, jetzt mal ganz grob gesagt. Es sind die gleichen Ideale, die verkauft werden, es sind ganz oft die gleichen Worte, die gebraucht werden. Es ist eben Autonomie und Ernährungssouveränität, auch uns geht es um die Beteiligung von Mitbürgern. Es sind so ganz typische Floskeln, die immer wieder angebracht werden von multinationalen Konzernen, von internationalen Investoren, die auch in der Stadt investieren, die dann aber auf einmal nicht die grauen Bauten von früher vorschlagen, sondern auf einmal dieses grüne Design mitbringen. Mit diesem grünen Design kommt einher, dass zum einen tatsächlich die Legitimität in der Gesellschaft, also es wird versucht, eine Legitimität für ein Bauvorhaben zu kreieren. Es wird versucht, eine Akzeptanz zu schaffen, wo sie vorher nicht da war. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass diese Art von Lösungen, ich sag mal, mehr Schein als Sein sind. Also die Ideen, die in den urbanen Gärten, die durch das Urban Farming kommuniziert werden, basieren hauptsächlich auf neuen sozialen Strukturen. Das, was hier vorgeschlagen wird, sind zwar die gleichen Begrifflichkeiten, aber die Umsetzung dieser Begrifflichkeiten wird hochtechnisiert dargestellt und fördert auch wieder die gleichen Machtmechanismen, die bereits jetzt in Kraft sind. Das heißt, man erreicht eigentlich damit, dass diese Bilder von Pflänzchen auf Häusern den Leuten ein besseres Gefühl geben. Man würde in die Zukunft investieren, in eine grüne Zukunft, in eine schöne Zukunft. Und dabei wird sich aber tatsächlich die Strukturen, die man derzeit kritisiert, die auch die Probleme dieser modernen Gesellschaft kreieren, immer wieder. Die industrielle Landwirtschaft ist ein großer Player in diesem Feld. Gar nicht herausfordern. Und wenn ich schon von der agroindustriellen Revolution, von der agroindustriellen Industrie spreche, dann möchte ich halt tatsächlich nochmal anführen, so zwei, drei kleine Daten. Und zwar wird die agroindustrielle Industrie, ich sage immer wieder Revolution, ne? Die agroindustrielle Industrie ist derzeit verantwortlich für ca. 25% der Treibhausgase. Zieht man den gesamten Transport nochmal hinzu, der gebraucht wird, um unsere Lebensmittel von A nach B zu transportieren, sprechen wir von 40%. Und gleichzeitig
stehen wir vor dieser komischen Situation, dass bei der Vergabe von öffentlichen Geldern ökologische Kriterien eigentlich kaum eine Rolle spielen und bei den EU-Agrarsubventionen über 85% an ca. 17% der Bauern verteilt werden. Das heißt, wir haben enorme Konzentrationen derzeit in der Agroindustrie, ganz viel Kraft auch daran setzen, ihre Modelle von Landwirtschaft, und das ist zum einen die Landwirtschaft, so wie sie jetzt vorherrscht, nämlich mit großen Strukturen und wenig Menschen und einem hohen Einsatz von Pestiziden und auch Technik, dass die weiter in Kraft bleiben und auf der anderen Seite, wenn sie schon umstellen müssen, dann bitte zu Lösungen, bei denen sie auch mit verdienen können. Und ich habe einfach mal ein paar Begrifflichkeiten da aufgeführt, die derzeit in der wirklich topaktuell politisch diskutiert werden in EU, von denen man denkt, entweder habe ich sie noch nie gehört oder sie hören sich doch eigentlich ganz sympathisch an. Und dahinter, wie gesagt, nochmal verbergen sich einfach genau die gleichen Akteure, die bis jetzt unsere Probleme auch heraufbeschwören. An dieser Stelle bin ich eigentlich auch schon fast am Ende. Ich würde gerne noch mal ein kleines Resümee ziehen und auch nach diesem schwarzen Einblick noch mal sagen, auch wenn die Urban Gardening, die Urban Farming Szene in Deutschland ganz anders ausgeprägt ist und viel rudimentärer vielleicht auch scheint als dieses Bild in Kuba, das wir gesehen haben, hat sie doch auch einige Erfolge schon vorzuweisen, vor allen Dingen dadurch, dass sie wirklich eine relativ junge Bewegung ist. Wie ich am Anfang gesagt habe, dieses Konzept der Zwischennutzung war eigentlich eins, das allen Gärten zugrunde lag. Man hat sich damit gepriesen, dass man sehr flexibel ist und deswegen überall sein kann. Und von diesem Konzept haben die ganz viele Gärten es auf einmal geschafft, wenn zumindest, also ich glaube, die Integration in Stadtentwicklungskonzepte ist schon ein bisschen hochgegriffen, aber zumindest so eine political issue zu werden. Und das ist schon mal sehr viel. Zum anderen, auf einer ganz praktischen Ebene, haben die Gärten es geschafft, ökologische Nischen zu kreieren. Ganz viele Arten, die einfach gar keine Lebensräume mehr hatten, ihnen diese wieder zu schaffen und auch rote Listearten wieder in die Stadt einzubürgern. Und auf der anderen Seite soziale Refugien zu schaffen, die über dieses subkulturelle Milieu hinausgehen. Und darüber hinaus gibt es nochmal, wenn auch nicht auf der Ebene Stadt, landwirtschaftlicher Betrieb, da gibt es ziemlich wenige, bis eigentlich, sag mal, ich kenne keine Beispiele in Deutschland, aber auf einer privatwirtschaftlichen Ebene gibt es doch durchaus Tendenzen, die Landwirtschaft in die Stadt zu bringen. Das beste Beispiel ist dabei gerade nicht vielleicht Berlin, sondern Leipzig, wo aus einem Gemeinschaftsgarten heraus sich eine Gärtnerei gegründet hat, die mitten in der Stadt auch produziert und Menschen wöchentlich auch im Winter mit Gemüse versorgt. Die Chancen einer urbanen Landwirtschaft sehe ich daher tatsächlich schon, auch für die Zukunft, auch wenn ich mit dem Begriff durchaus, wie gesagt, meine Schwierigkeiten habe. Und zwar vor allen Dingen in den Punkten, dass sie eine bioregionale Produktion befördern könnten und oder sollten, beziehungsweise soziale und ökologische Kreisläufe stärker zusammenbringen. Damit einhergehend ist die Verschränkung des Konsumenten und des Produzenten, dass man einfach ein bisschen besser darüber Bescheid weiß, was man isst, auch wenn man es nicht schafft, all sein Essen selbst zu produzieren, hat man vielleicht ein besseres Verständnis davon, wie viel Arbeit es eigentlich kostet, eine Zucchini anzubauen, wenn man sie im Laden kauft. Ein dritter Punkt, der auch damit zusammenhängt, ist die Beförderung von Subsistenz und kleinwirtschaftlichen Strukturen. Also auch wenn es ein bisschen utopisch klingt, aber kleinteilige Strukturen, die diesem großen Marktkapitalismus auch entgegenwirken, ich glaube, das ist tatsächlich eine Antwort, die funktioniert, aber die nur in der Masse funktioniert. Und naja, das Aufbrechen der Betonwüsten würde einfach zu einem anderen Stadtklima führen. Natürlich, wie das so ist im Leben, gibt
ist nichts ohne Herausforderung. Wie eben angesprochen mit der Marketisierung dieser Idee, besteht die Gefahr einer Vereinnahmung durch, ich habe es mal neoliberale Interessen genannt. Auf der anderen Seite, wie auch mit Kuba angesprochen, stellt die urbane Landwirtschaft sehr viele Fragen im infrastrukturellen Bereich zur Umstrukturierung der Städte, die nicht nur nicht beantwortet sind, sondern für die es herzlich wenig Vorschläge gibt, weil die Veränderungen, die man bewirken müsste, so groß sind, dass sie noch nicht gedacht wurden. Des Weiteren möchte ich nicht nur auf der strukturellen Ebene Herausforderungen sehen, sondern auch tatsächlich auf der rein persönlichen, weil das, was ich gelernt habe aus meiner Gartenpraxis, ist, das erfordert ganz schön viel Zeit. So, und das erfordert nicht nur Zeit, wenn ich mal Lust dazu habe, sondern auch, wenn es regnet und auch, wenn es Winter ist. Und das stellt natürlich unser eigentliches Arbeitsmodell auch nochmal in Frage. Das heißt, entweder wir arbeiten weniger und sind versorgen uns dafür besser, und oder wir werden weniger arbeiten müssen und sind gezwungen, uns wieder stärker selbst zu versorgen, wie das früher vielleicht einmal der Fall war. Ich glaube, man kann da viele Horizonte aufmachen und sich auch viele Gedanken darüber machen, was jetzt die ideale, die rosigste Zukunft ist, aber auf jeden Fall sind das Elemente, die damit reinspielen. Und abschließend dachte ich tatsächlich so, ja, also momentan können wir einfach noch wählen und wollen wir tatsächlich Bauern sein in der Stadt, auch im Winter. Ich schon. Danke. Frau Klein, ganz herzlichen Dank für diesen wichtigen Input im Rahmen dieser Vorlesung. Ich glaube, hier in dem Kristallisationskeim von urbaner Landwirtschaft sind nochmal die Zusammenhänge der verschiedenen Nachhaltigkeitsebenen sehr deutlich geworden. Von Ökonomie, Ökologie und eben auch ganz stark sozialen Aspekten. Ich glaube, in diesem Projektfokus manifestieren sich eigentlich alle diese Einheiten. Ich habe jetzt, glaube ich, schon die erste Frage. Ja, zum Schluss haben Sie nochmal diese sozusagen industrielle Hochhausfarm kritisiert. Ja. Sie haben da genannt, dass es halt industriell ist und kommerziell, also das bisher bestehende System auch. Ist das die einzige Kritik oder warum, also sehen Sie sich da sozusagen in Gefahr, dass die Produkte, die Projekte, die jetzt durch urbane Landwirtschaft angestrebt werden, dadurch weniger Aufmerksamkeit kriegen oder den Wind aus den Segeln kriegt, oder, also ich meine, warum nicht ein sowohl als auch? Ich glaube, das ist eine sehr häufige Frage, die immer wieder gestellt wird, warum kann beides nicht nebeneinander existieren? Und in meiner Vorstellung ist es tatsächlich so, dass durch die großindustrielle, also ich spreche explizit von der großindustriellen Landwirtschaft, Strukturen aufrechterhalten werden, beziehungsweise enger gerückt werden, die sehr stark an eine Monopolisierung erinnern, die ich einfach nicht befürworten möchte, weil zu viel Macht in zu wenigen Händen liegt. Das ist, glaube ich, die Hauptkritik, die dahinter liegt. Ich habe nichts gegen einen mittelständischen Betrieb, der sagt, hey, ich habe jetzt auch mal zwei Traktoren, darum geht es nicht, sondern es geht wirklich um die großflächige Veränderung auch von unseren Landschaften durch Menschen, kann man schon gar nicht sagen, Institutionen, die zu viel Macht akkumulieren. Und dadurch kleine Ideen, die eigentlich auch sehr gut funktionieren in der Versorgung einer lokalen Wirtschaft, oft gar nicht der Raum gelassen wird, diese zu realisieren, weil sie von äußeren Strukturen daran gehindert werden. Also, so wie ich das verstanden habe, sind diese Hochhausfarmen ja gerade nicht darauf angelegt, dass man große Landflächen nutzt, sondern dass man auf der Fläche von einem Hochhaus oder von mehreren Hochhäusern eine Art von Farm betreiben kann, die durchaus einen nennenswerten Teil zur Ernährung der Stadt beitragen kann. Vor allem halt auch in einigen Städten, wo keine Landwirtschaft direkt in der Umgebung da ist, sowas wie Dubai zum Beispiel, was eine Riesenstadt ist, da könnte man in der Idee durch ein paar Hochhäuser Lebensmittel produzieren, wo auch einfach
in der Stadt auch nicht in absehbarer Zeit und auch gar nicht möglich, privat, also eigene subsistente Systeme aufrechterhalten oder aufgebaut werden könnten. Und also sozusagen die Kritik, die ich von Ihnen auch gehört habe, war, dass sozusagen diese große Maschineneinsatz, der große, dadurch, dass solche Einrichtungen nicht mit der eigenen Schaufel betrieben werden, sondern halt von großen Systemen, Maschinen, die diese Häuser ja auch steuern, dass das sozusagen zum Monopol führt und Unfreiheit. Also es ist beides, weil nur dadurch, dass dass wenig Fläche verbraucht wird, bedeutet das nicht, dass das auch nur eine Einheit ist, die diese Landwirtschaft produziert. Also was ich quasi kritisiere, sind die dahinterliegenden Strukturen, also die Finanziers, die dann doch wieder die gleichen sind. Das heißt, das ist ein kleines Gebäude hier, ein kleines Gebäude da, ein kleines Gebäude da und Millionen Hektar irgendwo anders. Und das sind aber alles die gleichen Hände, in die das Geld fließt, könnte man sagen. Hier vorne, ich glaube auch, ja, ich wollte an Ihrer Stelle sonst antworten, das ist ja, also Stichwort Ernährungssouveränität, dass das wahrscheinlich dann nicht damit umgesetzt werden kann, wenn das von Konzernen kommt. Ich könnte mir vorstellen, wenn das einfach eine Stadt plant, so genau dieses gleiche Gebäude, aber eben sagt, wir stellen das Leuten zur Verfügung oder Initiativen, gemeinnützigen Initiativen zur Verfügung, dann wäre das eine andere Sache, auch wenn es das gleiche Gebäude ist und gleich funktioniert. So habe ich Sie zumindest verstanden. Ja, es geht auch in die Richtung. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, geht es ja vor allem auch eher darum, wenn das Ganze nicht kommerziell sein soll, darum, dass auch vielleicht eher eine Art Hauswirtschaft sich vielleicht irgendwie etablieren könnte über die Zeit. Oder weil ich mich gefragt habe, wenn das jetzt als Zukunftswirtschaft praktisch oder als Zukunftsperspektive gesehen werden soll, dann muss es sich ja auch überhaupt erstmal in irgendeiner Weise durchsetzen können. Wenn das Ganze aber dezentral und praktisch jeweils regional oder lokal organisiert sein soll, dann muss es ja erstmal in irgendeiner Weise existieren können, doof gesagt, um dann später praktisch greifen zu können. Also wenn da jetzt sowas vorschlägt, ich musste gerade an zum Beispiel Kopie denken, der ja auch sagt, okay, lieber weniger arbeiten, dafür sich besser nebenbei oder komplett selber versorgen. Mhm. Bis es soweit kommt, muss es ja trotzdem erstmal irgendwie funktionieren. Mhm. Deswegen finde ich es, also ich finde beides gut. Ich finde generell sollte es allen irgendwie offen stehen und man sollte nicht andere davon ausschließen, aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Und gerade wenn es darum geht, dass man vielleicht eben solchen großen Agrarkonzernen irgendwie nicht bietet, ist es ja durchaus gar nicht so schlecht, wenn man das in irgendeiner Weise von Tauschwerten macht. Und wenn es jetzt halt gerade im System noch so ist, dass man für Essen bezahlt, finde ich das auch nicht unbedingt so verwerflich. Also es ist jetzt weder eine Kritik noch irgendwie eine direkte Frage, aber ich wollte da ein bisschen. Also ich glaube, ich greife das mal auf. Also ich habe nicht davon gesprochen, dass wir die Geldwirtschaft jetzt von heute auf morgen über Bord werfen sollen. Und ich verstehe durchaus die Zwischenmodelle. Ich finde auch das, was die Prinzessin-Gärten machen, großartig. Es ist ein großartiges soziales Projekt, das aber auch wirtschaftlich fungiert. Ich wollte erst mal sagen, es gibt Unterschiede. Das war das Erste im Gardening. Das Zweite ist dann aber tatsächlich nochmal in der Anbindung an großindustrielle Interessen, wo es einfach einen ganz wesentlichen Unterschied gibt zwischen direkter Erzeugung von Nahrungsmitteln und einer direkten Geldwirtschaft und einem großindustriellen Kapital und auch Spekulationen, Lebensmittelspekulationen, die dann stattfinden und ich weiß nicht, was da alles, doch ich weiß es schon, ich will es nicht alles aufzählen, dranhängt, die dann sozusagen unser Lebensmittelangebot kontrollieren, ohne das zu dogmatisch klingen lassen zu wollen. Ne? Aber ich glaube, es sind schon viele Strukturen, die sehr eingefahren sind und sehr machtzentriert auch funktionieren, in denen wir leben. Und deswegen sind diese lokalen Lösungen, die erstmal wirklich utopisch klingen, für mich sehr, sehr stark, weil sie ein Potenzial entfalten, ohne große Revolutionsgedanken und ohne in Europa vortanzen, in Brüssel vortanzen zu müssen, tatsächlich es den Leuten ermöglichen, Alternativen zu leben. Zwei Punkte würde ich gerne stellen. Zum einen zu dem Hochhausanbau.
wenn man ein bisschen was für Landwirtschaft weiß, dann kann das gar kein ökologischer Anbau sein, weil Landwirtschaft lebt davon, dass die Bodenorganismen miteinander in Austausch sind, dass Regenwürmer leben und es muss so viel mit Substraten angebaut werden, dass das mein Verständnis von irgendeiner nachhaltigen Landwirtschaft total widerspricht. Das Problem ist, dass sogar auch Biobauern haben, zum Beispiel die tierlos arbeiten, dass sie merken, nach ein paar Jahren oder nach 10, 20 Jahren sind die Böden am Ende, weil sie was fehlt. Und wie soll in so einem Hochhaus eine langfristige Landwirtschaft funktionieren? Das kann gar nicht gehen, ohne eben den Input von dem, was wir jetzt schon haben, nämlich den Import von künstlichen Düngemitteln, die auf Ölbasis basieren und dem Zusatz von eben chemischen, synthetischen, sonst wie Pestiziden, Herbiziden und so weiter, weil sonst wir Düngstuch irgendwann haben werden, weil auch eine Fruchtfolge geht vielleicht gerade eben noch, aber also langfristig kann sowas nach meinem Verständnis, ich arbeite in der Biolandwirtschaft, überhaupt nicht funktionieren. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, ich kann Sie da auch wirklich unterstützen, die Landwirtschaft ist so massiv in der Hand von wenigen. Es gibt zum Beispiel drei Riesenbauern in Deutschland. Die haben, ich weiß nicht die Prozentzahl, aber die haben die meiste Fläche in Deutschland. Und die Machtsysteme sind da so massiv und die wollen natürlich ihre Machtsysteme erhalten und tun deswegen wirklich alles, um in allen Bereichen irgendwie ihre Fehler einzusetzen. Und damit ist wiederum aber auch deren Vorstellung von Wirtschaft wird immer wieder unterstützt. Und das ist das, was eben gerade Landwirtschaft und auch Klimawandel und so weiter, was uns ja wirklich an die Wand fährt gerade. Und daher kann ich Sie da wirklich nicht unterstützen. Und im Detail kann man natürlich immer diskutieren, wie machen Sie durch den Weg und alle mit reingehen und so weiter, das ist ganz klar, im Dialog bleiben. Aber es ist gruselig, was wirklich in der Landwirtschaft als Transformation passiert. Und ich glaube auch, also die verschiedenen Konzepte, die ich hier eben angeführt habe, von denen ich gesagt habe, dass sie gerade in der Politik und in der Wirtschaft diskutiert werden, wie dieses Climate Smart Agriculture oder Circular Economy. Das sind solche Ansätze, die Unternehmen dazu verleiten, sich wirklich hinzustellen, so wie mit der grünen Revolution, zu sagen, hey, wir haben hier einen ganz neuen Ansatz, wir machen das jetzt vertikal und das verbraucht viel weniger Fläche. Es ist wirklich ein Verkaufskonzept, das ist kein Witz, es werden wirklich einfach Werbeagenturen beauftragt, diese Bilder zu entwerfen, diese Bilder in Umlauf zu bringen, damit wir irgendwie denken, das sind gute, grüne Ideen. Und das, worauf es dann nochmal ankommt, ist, die ökologische Frage zu stellen, wie Sie das eben gemacht haben, nämlich, vielleicht ist dieses System, das ihr euch da ausgedacht habt, technisch machbar, durchaus, aber kann das tatsächlich dazu führen, einen ökologischen Kreislauf langfristig zu schließen? Und wenn man sich mal die Folgen der agroindustriellen Industrie derzeit anschaut, sind trotz all der Lösungsversuche, die immer wieder aufgeführt werden, die Schäden für die Böden und für die Lebensmittel, die hergestellt werden, eigentlich nicht weniger, sondern werden einfach von Jahr zu Jahr mehr. Ich würde noch interessieren, wie ihr euch als jetzt Projekt des Gartendecks irgendwie konkret politisch versteht, vor allem wenn ihr davon sprecht, dass ihr ein relativ offener Prozess seid und ich mir auch vorstellen kann, dass nicht immer die gleichen Leute über das Jahr irgendwie am Projekt teilhaben, ob das sich einerseits geändert hat, dadurch, dass ihr irgendwie auch mehr Aufmerksamkeit bekommen habt, ob die Politik auf euch zukommt in Stadtentwicklungsfragen oder so, oder ob ihr euch da auch durch irgendwelche Kanäle einschaltet. Und da Zwischenpunkt oder so. Wir punkten. Also tatsächlich hast du zum einen recht, dass die Konstellationen sich ändern. Es gibt trotzdem Leute, die über einen längeren Zeitraum immer da sind und dann Wissen weitergeben. Also es gibt irgendwie nie sowas wie einen wirklichen Engpass an Wissen, weil immer so Zwischenmenschen da sind. Und bei uns war es so, dass